Ja, ist mein Vorgesetzter, können wir das. Können wir das Gespräch vertagen? Hab ich mit dir in den letzten Tagen, in denen wir unterwegs waren, einen Unfall gebaut? Nein, ich habe überhaupt keinen einzigen Unfall so erlebt. Siehst du. Ich hatte nur einen Kollegen, der spontan Durchfall hatte. Ja, und was war mit dem Motorradfahrer? Er war auf meiner Spur. Da konnte ich absolut nichts für. So, was war mit dir? Du warst auf meiner Spur. Konnte ich absolut nichts für. Nein, war ich nicht. Warst du wohl? Du standst quer auf beiden Spuren. Da warst du auf meiner Spur. Oh, Holzvertäfelung. Die ist aber interessant. Mann, ist das ein interessantes Holz hier. Mann, sieht das in weiß schick aus. Ich bin richtig neidisch. Musst du nicht sein, Flock. Oh, sieht so toll aus. Ja, Admin. Wölfchen, hast du mal eine Minute? Admin, sag ich. Krieger meine ich. Ich habe dich, Administration eingespeichert. Flock und wer, entspannt euch mal beide. Ja. Ich glaube, das werden wir heute noch ein paar Mal zu hören kriegen. Ne? Ich glaube, ich sollte heute einfach mal darauf verzichten, die Arme hinter den Rücken zu verschränken. Ja, es ist schon wieder irgendwie sehr unangenehm. Egal. Ja, das ist manchmal so, ne? Das ist das Wetter. Hör mal, das ist dieses Nasskalte, weißt du? Ja. Da ist das Wetter, das ist nix. Da beschlägt auch sofort die Sonnenbrille und alles, das ist scheiße. Mr. Ware. Mr. Ware. Komm mal mit, bitte. Aber Moment, ein Stück rübergehen, dann stehen wir hier nicht so um den Flock rum. Ne? Ich scheiß auch, Flock. du sollst da bleiben. Ach so, der Flock steht beim Flock, wa? Ja, genau. Was bist du eigentlich? Bob, Curtis, die 09. Ah, hast du 09? Ja, richtig. Warum hast du denn den... Komisch, ne? Krass. Hast du denn eine hohe Nummer? Ja, die war frei. Hab ich gekriegt. Okay. Ja, ich hab mich auch immer... ich hab eigentlich auch immer gedacht, je kleiner die Nummer, desto größer der Pimmel. Ja gut, also ich musste die Hose runterlassen, bevor ich die Nummer gekriegt habe. Ah, ich verstehe, ja. Ja, er hat mich gefragt, was willst du haben? Und ich hab gesagt, das wäre eigentlich komplett quer. Sag aber erst, ich sehe das gerade. Ja? Ich habe die 0,9. Was ist die 0, wie geht das denn? Und der ist kleiner als die 1, weißt du doch. Deswegen kleiner die Nummer. Kleiner als 1, kleiner als 1, kleiner als 1, okay. Ich sage dir. Na, ich habe halt echt eiskalt da drin gestanden und habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 69 verfügbar ist, oder? Und dann sagt er zu mir, doch, die ist frei. So, ja, dann nehme ich die. So. Ja, zack, habe ich sie gekriegt. Ja, aber es wird dir irgendwann nachhängen, ich sage es dir. Meinst du? Also. Ist das eine Gesellschaft oder? Nö. Maxwell? Ja. Nö. Ein Staatsanwalt Hawkins wird sich bei dir melden oder hat sich schon bei dir gemeldet. Wegen irgendeiner Akte, die du fälschlicherweise mich zugeschoben hat. Wie? Ja, irgendein Fall vom 1.12. Ah, ich sehe es gerade. Ja, genau. Aktenzeichen, was ist das? Oh ja, kann ich aber auch nichts zu sagen. Ja, ich weiß. Ach, fuck, was? Da steht deine Aussage dick und fett drin, keine Ahnung. Ja, pass auf, das war so eine Verfolgungsjagd. Und ich dachte, also es war Pepe Briggs, der wurde identifiziert von einem Officer von uns, weil die während der Verfolgungsjagd einmal kurz ausgestiegen sind und so getan haben, als würden sie reden wollen. Und ich dachte, dass du da vor denen standest und den identifiziert 81, hast. 10, wer war denn das dann? Kacke. Um die Uhrzeit gar nicht im Dienst am 1.12. War denn der 1.12. für einen Tag? Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wer. Ach nein. Das steht doch bestimmt hier in meinem Blumenkalender irgendwo drin. Also muss ich nachdenken. Ja, ich muss mit Duri reden. Duri, ich glaube, es war Duris Akte. Ja, Duris Akte. Genau, und der 1.12. war ein Donnerstag. Nee, da war ich auf gar keinen Fall mehr um diese Uhrzeit im Dienst. Okay. Dann muss ich jetzt herausfinden, wer das war. Das ist sehr schwierig jetzt. Ja,
dann muss man halt sagen, ja, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, warum auch immer das nicht in der Akte drin steht, wer den identifiziert, warum da keine Aussage dazu ist. Ja, wir werden es schon herausfinden, wer das war. Ja, das ist euer Ding, wie gesagt, also ich weiß nicht. Aber danke für die Meldung. Wer ist eigentlich Miller? John Miller vom FD, ehemals. Das ist ein neuer seit heute irgendwann. Und der ist jetzt auch festangestellt direkt? Nee, der ist Rookie. Weil im PC da kein Sternchen hinterlegt. Weil das Sternchen nichts damit zu tun hat. Ich dachte, das Sternchen ist Trainee. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Bei mir war auch Ewigkeiten noch das Sternchen dahinter, obwohl ich kein Trainee mehr war. Echt? Okay, mir wurde das so erklärt, weil ich hatte meins damals und dann war es weg, als ich es im Lab hier geschafft habe, ja. Okay. Komisch. Yeah. Dann sollte das vielleicht so sein, vielleicht hat das System noch nicht gecheckt, dass er jetzt mittlerweile, dass er Trainee ist. Also ich hatte auch noch ewig, auch ohne Trainee sein, das Sternchen drin. Ja, okay. Und Hawkins ist, Perkins ist im Urlaub, oder wie? Der Perkins hat heute wahrscheinlich seinen Freitag. Also ist wahrscheinlich, es kann... Ja, ist ja letztens auch schon mal an einem Freitag aufgetaucht. Hawkins war heute Vormittag wohl schon da. Und nochmal heute kommt, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich will nie was von denen. Da will ich einmal mit denen reden und dann sind die nicht da. Was brauchst du denn? Ich möchte mal über das Programm reden, das Deputies gegeben wollen, dass das Leute mit Vorerfahrung als Deputies eingestellt werden. Wieso? Ich finde das absolut schwachsinnig und voll scheiße. Das muss geändert werden. Inwiefern? Na, guck mal, die Leute haben vielleicht Vorerfahrung als Polizist, das ist ja schön und gut. Ja. Aber die haben keinen Plan davon, wie das hier abläuft, wie unsere eigenen internen Abläufe sind und werden als vollwertig eingestellt, obwohl sie keinen Plan haben von dem, was sie eigentlich tun müssen. Und das habe ich gestern am eigenen Leib erfahren, weil ja der Herr Rookies, ne, ist jetzt hier, ne, alles cool, aber, also ist jetzt nichts gegen, wie hieß der, Parker, ne, Parker wurde gestern eingestellt. Achso, ja, ja, der neue, ja. Ja, es ist nicht, also Parker hat an sich ja nichts falsch gemacht, aber das System dahinter ist scheiße, weil der Typ läuft jetzt als vollwertig rum und hat keinen Plan davon, von irgendwas, also sorry, aber das ist kacke. Ist das der, wo ich gestern auf der Streife war? Ja, ja, und das kommt noch oben drauf, dass er dann auch noch in seiner ersten Stunde als Vollwertiger... ohne Vorerfahrung, ohne irgendwas, einen fucking Rookie mitnimmt und den versucht irgendwas zu machen. Ja, aber er wollte mich unbedingt mithaben. Ja, warum wollte der dich unbedingt mithaben? Keine Ahnung. Ich habe das nur mitgekriegt, ich würde einen mitnehmen und so gut, dass du es ansprichst. Ja, ich habe euch dann wieder zurückpfeifen lassen, weil das ist absolut schwachsinnig. Du kannst von jemandem was lernen, der selber nicht... Also, und das meine ich. Ja, und ich wollte das auch noch ansprechen, tatsächlich. Also, keine Ahnung, wie der Dienstweg ist. Weil, ja, das waren so ein paar Momente, wo ich dachte, okay... Ja, mein Kollege macht das jetzt und dann schickt er mich vor von was, wo ich, ja. Ja, alles gut, ich hab's auf dem Schirm. Okay, ja, das ist tatsächlich Quatsch, da ist Handlungsbedarf. Richtig, genau, deswegen wollte ich heute mit denen reden, ich habe mir schon meine Argumentation zurechtgelegt, aber jetzt sind die leider nicht da, das macht mich sehr sauer. Ich habe die halbe Nacht nicht gepennt, weil ich so sauer war. Weil das kann halt nicht sein. Ja, lass mich mega ab. Ja, mach das nicht so dringend. Nee, ich rede mit denen vernünftig und respektvoll, so ist nicht, aber... Ja, nee, auch lass das nicht so dich die ganze Nacht abfacken, also... Ja, so bin ich leider. Ja, ich kenne das, ich kann das absolut nachvollziehen, aber das ist absolut nicht gut, also... Ja, du hast recht, ich weiß. Ich sag dir auch ganz ehrlich, so, als ich jetzt die Woche oder so, die 5 Tage nicht da war, das war absolut entspannt. Ja, glaube ich. Ja, so weit bin ich zum Glück noch nicht, weil ich noch nicht so lange hier bin. Aber ich weiß, dass irgendwann ein Tag kommt, wo ich auch ein bisschen Pause brauche. Einfach mal, wenn es zu viel wird, das ist auch gleich für euch drei, wenn es euch irgendwann mal zu viel wird, nehmt euch einfach mal ein paar Tage Auszeit. Einfach mal zu Hause bleiben, einfach mal Füße hochlegen. Das mache ich zwangsweise so oder so. Also ich werde nicht, das werde ich gar nicht schaffen. Ihr bald im Urlaub? Nee, nicht nur deswegen. Hör mal, ich hab noch einen ganz eigenen Kosmos, um den ich mich kümmern muss, ja? Ja, eben. Also nee, da genau. ist, und, nee, also, da bin ich ein bisschen zu sehr gefestigt. Also ich bin, mehr oder weniger mit einem Teilzeitvertrag hier eingestiegen. Ne? Ja, Tito, so würde ich dann auch unterschreiben. Genau, richtig. Ja. Ich hab noch in der Stadt Familie. Ja, genau. Also ich habe da auch noch zu tun. Ne? Das ist also. Ja, wir alle haben ja da zu tun, aber ich sag's euch trotzdem, wenn ihr nicht so regelmäßig da seid oder wie auch immer oder nicht täglich da seid oder was auch immer, wenn es euch zu viel wird, nehmt euch einfach mal ein paar Tage. Ja, ja. Legt die Füße hoch. Also das werde ich gar nicht aktiv machen müssen. Das wird von ganz alleine passieren. Das wird sich bei mir gar nicht vermeiden lassen. Ja. Ich weiß, dass du schätzt. Ich würde schon fast behaupten, dass ich da einfach schon reif genug bin, um zu verstehen, wann es gerade mal okay wäre, einfach zu Hause zu bleiben, ne? Genau. Ja, ja. Also davon gehe ich grundsätzlich von jedem hier aus, aber ne, einfach schadet ja trotzdem nicht, das einfach mal zu sagen. Es schadet nicht. Ich sag mal, was bedeutet eigentlich 1080?
Den 80. Verstärkung. Ja, oder? Was Verstärkung? Nee, da steht FRU. FRU. Ah, okay. Ja. Was ist FRU-Verstärkung? Keinen blassen Schimmer. Gut, dann geht's uns allen so. Bei 1080. Ist das Brett nicht eine Führungs-? Soll das nicht eine Verstärkung für Führung sein? Ja, das würde sogar Sinn ergeben. Führungskraft hinzu quasi? Ja, also, ja, das würde Sinn ergeben. Das kann sein, ja. Das würde Sinn machen, ja. Das weiß ich actually auch nicht. Da müsst ihr mal die Education fragen. Und wenn ihr die Education gefragt habt, sagt mir das bitte. Also 1090 ist Verstärkung, wenn halt Gefahr ist. Und 1080 ist Verstärkung. Nein, für also Führung. 1090 ist eine allgemeine Verstärkung, ohne dass irgendwas dabei sein muss. Es kann ja auch sein, dass irgendwo viele Leute sind und du forderst einfach mal eine 1090 zur Unterstützung an. Gefahr wäre dann die 1099, wenn du selber das, ja, das weiß ich, wurde schon angeschossen. Ja, 1099 ist halt so der absolute Ernstfall. Da ist dann Gefahr im Verzug, wie man so schön sagt. Da werden dann Officer angegriffen. Das ist eine 1099. Aber eine 1090, eine ganz normale, kann bei allem angefordert werden. Ja, ist ja die Frage. Also wir hatten gestern ja auch eine Verkehrskontrolle. Also wenn aus der 1012, dann kann ich ja die 1013 und eine 1090 melden, dann wissen die Leute ja schon Bescheid. Ja, genau. Das ist. Also wenn es mehrere Leute sind, dann einfach gleich sagen, ja, wir bräuchten hier mal eine 1090 und dann kommt halt die Streife, die in der Nähe ist, mal vorbei und unterstützt euch da dabei. Also so. 28, 10, 41. Hört es? Ja. Folgen Sie mir. Okay. Das hat sich erotisch angehört. Ich glaube, die machen jetzt Sauerei. Ist er nicht. So, jetzt stehe ich immer noch hier. Tja, ich auch. Ja, Peres hat gesagt, wir sollen herkommen. Jetzt bin ich hier und jetzt passiert nichts. Ja, irgendwie sollten alle hierher kommen und jetzt mittlerweile fahren sie schon wieder alle weg. Also ich habe keine Ahnung, was der Plan war. Ich warte zu lange, bis Peres irgendwas sagt. Ja. Ich warte eigentlich, dass wir halt Rookies irgendwo eingeteilt sind. Ja, ich warte auf Peres. Der hat uns hierher gefunkt, also warte ich. Ich wollte sie jetzt nicht Rookie nennen, Herr Flock, aber technisch gesehen sind sie das ja. Er ist ein Rookie, also. Aber wenn der eine Rookie zum anderen Rookie sagt, ist das ein komisches Rookie. Das habe ich. Ich habe ihn ja nicht Rookie genannt. Ich habe uns ja Rookie genannt. Ja, aber hast du ihn ja Rookie genannt? Ja, aber ja, genau. Siehst du? Technisch gesehen, das stimmt. Ich würde mich beschäftigt kriegen. Ich brauche noch $4,000, dann kann ich mein neues Auto kaufen. Boah, ich habe auch. Soll ich Ihnen was leihen? Nee, alles gut. Streife 15,8. Der letzte von uns, der gut aussieht. Ach, ich bin neidisch. Ach, ich dachte, du redest mit mir. Nee, du siehst bloß alt aus. Hey, Fräulein. Maxwell. Ja? Tja. Ja. Könnt mich auch einfach befördern, dann fahre ich alleine los. Nee. Mist. Hätten wir wenigstens einen Tischfußball hier drinne. Ja, komm, Flock. Da passiert heute eh nichts. Ist mir egal, komm. Jawohl. 63. Ja, Streife 3. Ja. Oh je, die Systeme sind heute aber auch langsam, du, ne? Ja, irgendwie ist heute alles ein bisschen... Oh, Miller. War der bei der Bayern-Fund? Ja, der ist... Okay, alles klar. 10-8, 63, Streife 3, Flock und Reddington. Genau. Wie viel dein Bike ist noch an? Hör mal, hier war ich noch nicht drin. Wie ist es hier drin? Ja, das ist der. Also, früher war das Lattery's, das jetzt mittlerweile in der Stadt ist. Ja. Das ist jetzt der Blackwood Saloon, gehört immer noch dem Inhaber vom Lattery's. Das ist jetzt halt so ein Saloon, wo es Steak wohl gibt. Da ist jetzt auch gleich ein Auftritt. 20:30. Deswegen. Ja. Warum nicht? Hör mal, was Schickes, ne? Mal was anderes machen. Ja, ja. Drehen wir nochmal eine Runde und kommen dann später nochmal. Jawohl. Bis später, Vivi. Streife 6, 10, 8. Na, siehst du, hat er doch einen Streifenpartner gefunden. Ja.
Ja. Was hat er zu dir gesagt? Der hat zu mir gesagt, ich soll die Fresse halten und wir können hier gleich nur 10,99 machen. Kontext? Er hat gestern die ganze Zeit, wir waren die letzte Streife mit Maxwell. Ja. Also wer, Maxwell, ich, auf Streife. Und es hat angefangen, dass wir nicht das neue PD anfahren sollen, weil da waren wohl noch technische Schwierigkeiten mit dem Schließsystem. Und dann haben wir es trotzdem mal angefahren, um zu gucken. Ich habe protestiert, möchte ich zu Protokoll geben. Auf jeden Fall. Warum sollen wir das neue PD nicht anfangen? Nein, das war gestern Nacht. Also von also gestern. SD hier oben. SD, ja, Entschuldigung. Oh Mann, ja. Ja, ah, SD. Ja. Ich muss mir das endlich angewöhnen, ja. SD hier oben, das neue. Da stand tatsächlich noch das alte, aber die haben innen schon angefangen, verstehst du? 25 Sekunden. Ja. Und auf jeden Fall hat der dann, der hat ununterbrochen gefunkt, ne? Also jetzt hier 10,19 zu Palito und aktueller Stand, also 10,20 sind wir jetzt Palito und wir waren die Einzigen, es war keiner mehr da. Es ja, war halt überflüssig. Da habe ich dann irgendwann gesagt, hier, also Maxwell hat dann gesagt, du musst jetzt hier nicht alles funken und dann hat er Maxwell quasi so widersprochen und ich habe dann auch, also das war genau sogar hier an der Stelle das Gespräch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist doch mal gut, ne? Das nervt jetzt langsam, weil der hat einfach immer weiter gesprochen, immer weiter gefunkt. Ja. Und da hat er gesagt, ja, Flock, du kannst auch mal die Fresse halten und wenn nicht, dann machen wir hier heute noch eine 10,99, so. Ja, okay. Ich bin ja auch nicht aufs Maul gefallen, ne? Ich habe mir dann halt auch gefragt, ob er noch ganz knusper ist. Aber ich sag mal, ich habe mir da gar nicht so viel rauszunehmen als Azubi, ja? Schwierig, aber also war einfach, ich möchte ihn einfach meiden, glaube ich. Das ist. Ich glaube, ich möchte einfach nicht so viel mit dem zu tun haben. Halt mal bitte einen Blick auf die Uhr, wenn es so halb ist. Check. Fahren wir ins Letteries. Das ist quasi der erste Live-Auftritt von ihr und den würde ich schon gerne sehen. Ach, ein Live-Auftritt? Mhm. Von der Dame, die da gerade rumstand, das ist Vivi, meine Ex. Ach was, okay, ja. Ja, und sie arbeitet für die Wahrheit, ist sie. Was für die Wahrheit? Ja. Was ist das? Das ist die Zeitung hier oben im Norden. Ach so, oh, ja, ich bin nicht so der Zeitungsleser. Was macht die für Musik? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe davon noch nichts gehört. Ach so. Also das kann jetzt alles sein. Bin ich mal gespannt. Ja, das Geilste habe ich dir heute noch nicht erzählt, ne? Was denn? Lass dich tot. Ich bin heute mal sehr früh, ich war um 14 Uhr schon hier. Ja. Ja, weil wie gesagt, ich wollte da nochmal nach dem neuen Fahrzeug gucken da. Wir haben uns gestern mal angeguckt und wollen wir vielleicht ein neues Auto kaufen. Auf jeden Fall bin ich dann zum neuen SD gefahren, weil ich mir das angucken wollte, dann in Ruhe. Und auf dem Weg zum SD hält mich die Polizei an. Das gibt's ja gar nicht, auf dem Highway. Wenn wenig los ist, fand ich hier oben auch. Da haben die mich da aussteigen lassen. Da habe ich mir doch gedacht, okay, dann sollte ich an die Beifahrerseite treten und alles. Ja. Ja, und dann, ob ich denn wüsste, warum sie mich eingehalten haben. Oh. Du siehst so ein bisschen verloren aus irgendwie. Ja, aber mein Kumpel muss aufs Klo und... Da habe ich dann gesagt, keine Ahnung, warum ihr mich anhaltet. Ja, und dann haben sie irgendwie, ich soll mal einen Führerschein zeigen, einen Fahrzeugschein und mich mal ausweisen. Und dann habe ich gesagt, fangen Sie mal an. Dann habe ich gesagt, warum sollte ich? Und dann habe ich gesagt, weil das mein Revier hier oben ist. Und dann hat er das kapiert. Das war lustig. Dann haben wir noch einen Kaffee zusammen getrunken auf dem SD. Der hat dieselbe Nummer wie ich, ne? Das war der PD69. Okay. Ali, hallo, Hallöchen. Hallo. Ja, alles gut bei euch? Ja, alles bestens. Ja. Gut, wir klappern gerade die Autos am Straßenrand ab und fragen, ob alles gut ist. Ja. Schön, dass ihr das nächsten mit dem Markt macht. Ja, ist okay. Willst du meinen Ausweis sehen? Ja, bitte. Ja, wenn du irgendwie Speedy kommt, dann zeigst du denen einfach deinen Dienstausweis und dann, oder sagst du, dass du beim Sheriff bist, dann ist gut. Ja, ich habe noch nie jemand meinen Dienstausweis gezeigt. Ja, ist auch nicht... Ja, besser ist. Drück ich dich nämlich weg. Ich glaube, da hätte er auch nicht so Spaß dran, ne? Ja. Du bist gerade vorhin schon ein Taxi in die Karre gefahren. Ja, super.
Ja, das ist aber auch alles geworden, wa? Ja, heute ist wieder so ein Tag, ey. Aber der hat es war nicht schnell und hat nur den Bullenfänger erwischt. Also sein Auto hatte mehr Kratzer als mein Bullenfänger. Ah, ja, ich verstehe. Ja. Gestern. Was? Er fährt aus seiner Ausfahrt raus, auf der Gegenspur und guckt noch nicht mal, wo er hinfährt. Ja, das machen viele. Da achten die nicht drauf. Gestern waren wir mitten im Stromausfall in der Stadt, ne? War gestern wieder ein Stromausfall? Ja. Wir wurden zum PD abkommandiert, weil die zu wenig Streifen hatten. Ihr kennt das Prozedere? Du kennst das Prozedere, des Strom, wenn Stromausfall ist? Ja, jetzt wurde mir gestern alles erklärt und ich habe es mir vorhin nochmal alles erklären lassen. Okay, ich hatte da noch Fragen, weil gewisse Sachen waren für mich waren gewisse Vorgänge unverständlich. Ja. Aber ich habe das dann verstanden. Welche Einheiten waren gestern bei der 1099 nach der 1043 auf dem West Highway involviert und können definitiv eine Aussage zu der Schießerei treffen können? Die SD-69? Die 50 ebenso, ich würde meine nachher eintragen. Stimmt, ja. Muss ich nur eintragen. Hier, dann wäre gut, wenn Sie das untereinander kommunizieren und Ihre Aussagen in die Akte eintragen könnten. Dann wird das heute noch ans DOJ weitergegeben. Ja, gut, dann mache ich das noch. 28 jetzt. Ja, dann warte mal ein bisschen. Streife 5, 10, 19, SD Palito. Ja, also die fahren da jetzt hin und machen das wahrscheinlich. Wir fahren jetzt zum Slattery's und dann kannst du das danach machen. Wir werden alles gut. Ein paar Minütchen mal angucken und dann. Die sehen seltsam aus. Ich finde die schick. Ja. Trotzdem sau. 7, 10, 8. Ja, das ist ja auch die Idee dahinter, weil wir immer noch ein Department sind. Das habe ich vorhin Spanny schon erklären müssen, wir sind eine Einheit. Nur weil wir Sheriffs sind, unterstehen wir trotzdem dem Chief of Police. Kacheln dich, erschießt dich. Das ist Popcorn, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Ja, der ist auch gerade gefahren, als ich mein Handy rausgeholt habe. Das ist halt voll Idiot. Naja. Da ist Vivi. Ja, die stand hier schon. Aber sonst ist halt noch niemand. Gehst du noch nicht außer Dienst? Nö, ich werde im Dienst bleiben. Hallo? An den unbekannten Menschen. Hallo! Ja, Horst Flock, mein Name. Großes F, kleiner Stock. Okay, alles klar. Freut mich. Ja, Flock ist Dildo-Verkäufer. Ja, Dildo-Queen. Ja, sehr schön. Hast du noch Vorräte? Ich habe noch ein bisschen was übrig, ja. Ja, sehr gut. Gib's einfach Sam nach der Schicht mit. Ja, 90% meiner Kundschaft sind männlich. Also das ist alles, ja. Ist wie Tupperware, nur für den Arsch. Ja, nee. Das war das nicht gemeint. Du wirst auch nicht müde, das zu sagen, ne, Flock? Nein. Würde ich auch nicht. Was ist... Soll ich meins auch rausholen, oder? Okay. Ja, entspann dich. Okay. Ja. Was? Nix. Ja, da... Nix, ich hab doch gar nichts gesagt. Ich rufe am... Ja doch, ja, okay. Und dann... Ja, ich rede mit mir selber, das nicht doch. Und wer gewinnt? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich verliere ich nur. Tja, da würde ich mir Gedanken machen, du. Ja, ich weiß. Okay, das ist in Ordnung so. Alles andere wäre doch langweilig. Das ist wohl wahr. Ja, sind aber viele Leute da. Was, wo? Beim Blutspenden. Wart ihr schon? Nö, ich fahr doch nicht extra in die Stadt, um mein Blut abzugeben. Soweit wieso in die Stadt? Bist du blind? Hä? Da vorne! Da! Was? Wo die ganzen Autos stehen, da vorne, an der Kirche. So. Oh, das wusste ich nicht. Das letzte Mal bin ich in die Stadt gefahren. Ja, mein Blut, ja, eben, das letzte Mal war in die Stadt. Ich wusste ja nicht, dass es hier ist. Das interessiert mich auch nicht.
Ja gut, aber hätte man normalerweise direkt alle Cops verpflichten müssen und Sheriffs. Hab mich gerettet. Am Arsch die Waldfee. Was? Das ist Körperverletzung, das können sie nicht verpflichtend machen. Also ganz wenn ehrlich, ich dem nicht zustimme, ehrlich, ist das Körperverletzung. Sam, so oft wie du Leute von der Straße ich putzt, habe niemanden von der Straße geholt. Dir? Es waren alle selbst schuld, dass, die ich von der Straße geholt habe. Alle. Hey. Inklusive dir. So, und jetzt lass diese Scheißdiskussion endlich mal sein. Das geht mir echt langsam auf den Sack. Shut up. Ja, richtig. Nee, dadurch ändert's nicht. Ja, doch. Du parkst nicht vernünftig ein und wunderst dich, dass ein Streifenwagen mit Blaulicht, mit Code 3 dich von der Straße pittert, wenn du vorwärts und rückwärts auf eine meine... Straße quer oh auf der Straße Gott, fährst. Oh mein Gott, das ist so eine Dreistigkeit. Ja, du fährst vorwärts und rückwärts auf einer Straße. Mhm, genau, weil ich eingeparkt habe. Das nennt sich rangieren. Das machst du aber nicht auf einer fucking Straße. Nennt sich rangieren. Ah ja. Auf einer Hauptstraße. Wie lange fährst du jetzt mit ihm als Beifahrer? Ich fahre mal mit allen möglichen Leuten durch die Gegend. Okay, bei ihm schnall dich an. Kann ich... Er ist mein Vorgesetzter, können wir das... können wir das Gespräch vertagen? Hab ich mit dir in den letzten Tagen, in denen wir unterwegs waren, einen Unfall gebaut? Nein, ich habe überhaupt keinen einzigen Unfall so erlebt. Siehst du... Ich hatte nur einen Kollegen, der spontan Durchfall hatte. Ja, und was war mit dem Motorradfahrer? Er war auf meiner Spur. Da konnte ich absolut nichts für. So, was war mit dir? Du warst auf meiner Spur. Konnte ich absolut nein, war nichts ich für. Nicht. Warst war du wohl? Nicht. Du war standst quer nicht. Auf beiden Spuren. Klar warst du auf meiner Spur. Oh, Holzvertäfelung. Die ist aber interessant. Mann, ist das ein interessantes Holz hier. Ah, schickes Holz. Schick. Ja. Oh mein Gott, seid ihr euch jetzt erst am Schreiben, weil ihr nicht miteinander redet, ehrlich? Wer? Vivi und du. Nee, Vivi schreibt mir gar nicht. Vivi redet nicht mit mir. Guck nur auf mein Handy, wenn mir langweilig ist. Oh Gott, dann fahr doch. Ich geh jetzt pinkeln. Flock meldet uns mal den Sie mich gepinkeln. Welche Streife waren wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. ich weiß es nicht mehr. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich kenne mich mit eurem Programm nicht aus. Nee, aber du kannst das irgendwo nachgucken. Ja, aber ja, am Computer. Ich glaube, es war die 3. Streife 5 löst sich auf und 28 geht Streife über. Streife nicht, aber nicht Streife 3, sondern... Ja, es könnte schon die 3 gewesen sein. Ja, war die 3. Streife 3 meldet sich 10-7. Ja, das ist das größte Problem. Ich bin ja noch hier Anwärter. Ne? Ich bin ja noch gar nicht vollwertig. Ja, da wirst du halt andauernd mitgenommen von jemandem. So, und dann ist er dort, der eine hat gerade keine Zeit, nimmt sich der nächste mit. Ich habe gestern 6-mal meinen Streifenpartner gewechselt und die Streifennummer. Alleine gestern. Und das geht jetzt schon seit einer Woche so, ne? Ich blick halt nicht mehr durch. Ich war jetzt schon so oft Streife 2, 3, mal die 8, mal die 10. Ja, klar. Irgendwann kommst du echt durcheinander. Wie gefällt's dir? Meine ist schon an sich eine geile Sache, ja. Ja, gut. Muss ich sagen, ne? Gut. Siehst du, also hörst mal was. Ja, ist mal was anderes, ne? Ich meine, ist ja auch ein bisschen ortsgebundener. Hier oben ist so ein bisschen mehr Zusammenhalt, sag ich mal. Und das gefällt mir doch schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ist schon ein kleiner Unterschied zu Stadt. Das ist also nicht meine Welt in der Stadt. Ja, ich arbeite hauptsächlich in der Stadt bei Regan und Partner, aber ja. Ich bin auch meistens hier. Ja, das größte Problem für mich ist, ich weiß halt noch nicht mal, wer neben dir wohnt. Also du weißt es einfach nicht. Ja, klar. Und ich weiß nicht, also ich muss ja jetzt auch nicht auf Teufel komm raus mit jedem Best Buddy sein, aber dass ich wenigstens mal weiß, wer neben mir wohnt, ne, das, wo ich den hinstecken muss und so. Also das ist, ich finde das schon sehr wichtig. Naja. Ja, ne, das ändert sich in der Stadt auch viel zu schnell. Also mir gefällt es auch nicht so sehr. Ja. Wo wohnst du hier? Ich wohne bei dem, oh Gott, Hills, wie heißt der nochmal? Nicht Sandy, sondern hinter Sandy Shorts, die Motelreihe. Ja, bei Grapeseed, oh, in diesem teuren Hotel. Nein, nicht Grapeseed, sondern, ich komme gar nicht um den Namen, ne? Unser Mechaniker hier. Spenny? Ja, warte, wie heißen die nochmal? Offroad Harmony? Harmony war das, Harmony. Und da ist ein Motel, da wohne ich.
Ah, okay. Ja, der ist heavy. Wir waren hier 45 die Nacht. Es ist ruhig. Ja. Es ist sauber. Das ist ordentlich dort. Was willst du denn mehr, ne? Also. Absolut. Hast du dich denn schon nach was Festem umgeguckt oder willst du da erstmal bleiben? Ja, ich glaube, da bleibe ich erstmal. Ich meine, die Mietpreise von diesem Luxushotel, das kostet 450 die Nacht. Da schlafe ich genauso beschissen drin wie neben für 45. Ja, ich habe ein Haus jetzt für 60.000. Das ist 5.000 die Woche Abzahlung und danach ist es meins. Ja, okay. Das ist natürlich, kann man dann auch machen, ne? Ja. Musst du mal durch die Gegend fahren, gucken, was frei ist und dann rufst du mal bei der 321 an. Ja, ja, ich meine, für uns Sheriffs ist natürlich hier, falls die mich übernehmen, ist natürlich interessant, wenn ich hier oder in Sandys was kriege, ja. Was Dauerhaftes. Ja, ja. Aber die sind auch dafür zuständig. Ja. Jut, jut. Ach, wann wollen die denn anfangen, Mensch? Gute Frage. Aber wir drehen mal nochmal eine Runde. Ja, mach das. Jawohl. Viel Spaß. Ciao. Ich melde uns dann wieder 10.8, ja? Korrekt. Jawohl. So, Sekunde noch. Streife 3 meldet sich 10.8. Ja, Tatsache. Hätte ich nie gedacht, dass die auch Blut spenden. Also das letzte Blutspenden war ich auch in der Stadt, tatsächlich. Ja, nee, ich mach das nicht gut, ne? Stadt. Ich guck mal, wo das ist. Nix für uns. Okay. Nix für uns. Wo war denn das? Das war im Stadtpark, glaube ich, im Großen. Das war, ey, das war frisch nach meiner Einreise, bin ich da nochmal hin, ne? Achso, meinst du den Mirror Park oben? Ah, der Mirror, ja, genau. Ah, okay. Ja, wir fahren mal trotzdem mal Richtung Chumash. Was ist Chumash? Ja, Chumash ist diese kleine Siedlung hier am West Highway. Ah ja, okay. Einfach mal pro forma. Einfach mal pro forma dahin fahren. Genau. Ja, alles klar, okay. Ja. Einfach mal zeigen, hey. Wir sind noch da, ja.